So, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Sports Gaming Channel. Jetzt geht es also los mit Topspin 2K25. Wir haben es jetzt exakt 0:22 Uhr deutscher Zeit und ich nehme jetzt für euch mein erstes live angespielt auf und freue mich tierisch drauf. Ich reibe mir hier wirklich wortwörtlich die Hände und ich glaube, viele von euch, die haben genauso dem Release entgegengefiebert wie ich und in den letzten Wochen auch meine Videos geschaut. Danke für euren Support und ich hoffe, dass das Ganze jetzt noch richtig cool wird, wenn wir das gemeinsam machen. Und das Einzige, was ich tatsächlich jetzt eben wirklich nur gemacht habe, ich habe die Musik runtergeschraubt, denn 2K hat ja hier einen offiziellen Soundtrack drinne und der wäre jetzt urheberrechtstechnisch relativ problematisch. Ihr könnt davon ausgehen, dass jetzt in den nächsten Tagen eigentlich immer mindestens ein Video kommt. So würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Es werden sicherlich mehrere kommen, aber ich werde auch mal so ein bisschen im Kopf meinen Fahrplan bauen, wenn wir jetzt mal das Ganze gemeinsam durchgehen. So, ihr seht jetzt hier die Startseite. Die Topspin Akademie macht sicherlich Sinn, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Ich denke, das schauen wir uns jetzt aber nicht unbedingt an. Dann haben wir hier My Player, erstelle und passe deinen My Player an den Center Court Pass. Da habe ich auch eben nur ganz kurz reingeschaut. Ich denke mal, hier wird es heute noch auf jeden Fall in den nächsten Stunden ein weiteres Video geben, wo ich euch nur den Center Court Pass mal zeigen werde, denn der ist relativ umfangreich, lohnt sich also da auch ein eigenes Video zu machen und dann könnt ihr gerne mit mir da mal reinschauen, werde auch meine eigene Meinung sagen, wie die Belohnungen aufgebaut sind, was man sich da holen kann und wie man das holen kann, wird sehr interessant. Dann gibt es hier noch den Pro Shop, der ist noch gar nicht aktiv, ich habe es versucht da mal reinzugehen, aber ich denke, der wird sicherlich dann im Laufe der nächsten Stunden oder Tage, keine Ahnung, genau, dann entsprechend auch live gehen, sozusagen. Lokales Spiel, klar. Hier Schaukampf, also im Prinzip Exhibition. Hier haben wir den Karrieremodus. Auch den werde ich zeitnah beginnen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es wirklich heute im Laufe des Tages zwei mit diesem Video eingeschlossen, wenn nicht sogar drei Videos gibt. Wir hauen direkt los, wir fangen direkt an und ich freue mich da echt drauf. Wenn man jetzt auf Online klicken will, ja, das habe ich jetzt oben mit R2 gemacht in dem Menü. Alle Online-Spielmodi unterstützen das plattformübergreifende Spielen. Rufe die Einstellung auf, um dieses ein- oder auszuschalten. Ja, würde, denke ich mal, schon Sinn machen. Also hier kann man im Prinzip dann auch entsprechend auch Exhibition machen. Online, also sich da mal mit anderen messen, just for fun, sag ich jetzt mal. Und dann kann man hier Online-Turniere spielen. Das halte ich schon für sehr cool. Und Rangliste natürlich. Auch das sehr, sehr cool. Auch hier wird es zeitnah Videos geben, mein erstes Online-Match und so weiter und so fort. Egal, wie gut oder schlecht das Ganze ausgeht. Aber ich glaube, ihr wollt genauso Gameplay jetzt sehen wie ich. Deswegen gehen wir mal direkt in ein Exhibition-Match rein. Da sind wir ja noch relativ entspannt. Also ich könnte jetzt sogar oben spielen. Das finde ich auch ein bisschen strange. Wer spielt bitte oben, wenn er unten spielen kann? Also freiwillig eigentlich keiner. Und da können wir doch gleich mal hier entsprechend uns ein bisschen was anschauen. Ja, wir gucken uns mal gleich den Release-Roster hier an. Hier haben wir Roger Federer, Serena Williams, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek, Daniel Medvedev, Taylor Fritz, Coco Gauff, Matteo Berrettini, Emma Raducanu, Paula Badosa, Karolina Pliskova. Wir gehen sie wirklich alle mal kurz durch. Frances Tiafoe, Naomi Osaka, Andy Murray, Madison Keys, Andre Agassi, Sloane Stephens, Belinda Bencic, Leila Fernandez, Ben Shelton, Pete Sampras, sehr geil, ich glaube, den werde ich auch gleich nehmen. John McEnroe, Maria Sharapova, Steffi Graf und Caroline Wozniacki. So, wir gehen mal bei Frau Graf rein, gehen mal auf Dreieck, auf Spielerdetails. Okay, dann haben wir hier die Werte. Vorhand ist klar, Rückhand, Aufschlag, Volley, Power, Gesamt, Aus und Rev ist jetzt spontan, ehrlich gesagt, interessant. Ausdauer wird das sein. Geschwindigkeit, entschuldigt Leute, Geschwindigkeit, Ausdauer und REF ist ehrlich gesagt wirklich interessant. Was könnte hier
RAF sein. Ich kann es euch ehrlich gesagt im Moment gar nicht so genau sagen, aber ich nehme jetzt einfach mal Pete Sampras und ich spiele gegen, boah, können wir mal schon Roger Federer nehmen, oder? Wollen wir uns ja gleich mal hier vernünftig messen? Oder wir machen ein altehrwürdiges Duell. Schwierigkeitsgrad können wir gleich mal gucken. Sehr einfach, einfach, normal, hoch, sehr hoch. Okay, verstehe. Aber wir nehmen jetzt mal den mittleren Schwierigkeitsgrad und dann schauen wir mal hier weiter. Könnten jetzt hier natürlich entsprechend auch auf Sand, Rasen, Hartplatz gehen. Hier sind noch viele Sachen freizuschalten. Finde ich auch cool. Hier hätten wir die Australian Open als Setting. Dann hier Roland Garros. Dann haben wir hier den Center Court in Wimbledon, die US Open, die BNP Paribas Open und die Miami Open, die freigeschaltet sind. Außerdem hier noch die National Bank Open und die Madrid Open. Ich habe jetzt eigentlich mal Lust auf ganz klassisches Wimbledon. Und Leute, wir ziehen uns mal gemeinsam rein. Ich bin mega gespannt, wie sich das Ganze jetzt It's a spielen beautiful wird. day, and the crowd is ready to enjoy great action on Genießen the wir court. auch Ladies die and gentlemen, welcome to entsprechende Central for today's exhibition match. Präsentation. Sehr schön. Gefällt mir schon mal gut. Das ist schon klar, dass man das natürlich dann auch, wenn man es 10-mal gesehen hat, dann überklickselt. So ist der Mensch halt. Aber wir wollen uns das doch, denke ich mal, jetzt hier mal mit all seinem Charme natürlich auch gerade Wimbledon anschauen. Pete Sampras und Please welcome the John players. McEnroe. Wäre mal interessant zu wissen, wie oft die tatsächlich in der Karriere gegeneinander gespielt haben. Aber Matches dürfte es gegeben haben. Pete Sampras hatte ja seine Primetime Anfang, Mitte der 90er. John McEnroe ein paar Jahre früher, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist doch auf jeden Fall schon mal atmosphärisch. Ich habe First jetzt bet, natürlich McEnroe to noch serve. gar nicht so recht Ray. geschaut, ne? Wie macht man Aufschläge? Welcher Schlag ist auf welcher Taste? Aber ist mir wurscht, das wollen wir rauskriegen. Ah, knackig. Ja, sehr schön. Oh, den hat er ja noch gekriegt. Ich habe schon den Punkt gefeiert, bevor der überhaupt gefallen ist. Aber da habe ich dann doch den Punkt gemacht. Ja, und ich würde mal anhand so des ersten Ballwechsels sagen, knackig, spielt sich knackig. Oh, John McEnroe geht 15-4. ans Netz. Für mich schon eine wichtige Beobachtung. Denn das möchte ich auch gerne rauskriegen, ob es hier Player-IDs gibt im klassischen Sinne. Ja, also. Und ob es halt auch ganz klassische Surf-and-Volley-Spieler gibt, dann die Grundlinienspieler. Und das möchte ich eigentlich auch gerne sehen. Ah. Links der Passierball. Jetzt rechts. Jawohl. Ah, so kann man natürlich auch Schwung aufbauen, indem man natürlich ein bisschen schneller schlägt, ist auch klar. Ah, man kann sich gut hinten bewegen, gefällt mir gut. Schöner Ballwechsel, wie ich finde. Macht auf jeden Fall schon mal Spaß. So stelle ich es mir vor. Vor allem flüssiges Tennis. Sehr schön. Ah, jetzt muss Pete Sampras schon gehen. Boah, jetzt habe ich ihn aber ausgelobt. Was für ein schöner Punkt von Pete Sampras. Schön. Taugt mir. Also werden heute definitiv noch mit dem 15, 14. Offline-Karrieremodus starten. Da könnt ihr euch schon mal 100% sicher sein. Das kann ich euch definitiv sagen. Das Video wird es dann auf jeden Fall später geben. Und ich denke, vom Center Court Pass
lohnt sich vielleicht auch noch ein Video oder ich mache es dann vielleicht doch sogar hier noch. Mit rein, das werde ich jetzt alles spontan entscheiden, kann natürlich auch sein. Macht vielleicht auch Sinn. Schauen wir mal. Breakball. Ah, ich habe immer noch einen Breakball. Ah, wieso geht dann Pete Sampras nicht gleich ans Netz? Sehr schöner Punkt. Sehr schön aufgerückt. Und Pete Sampras hier mit dem ersten Break. Ja, normal. Ich sag jetzt mal, erster Eindruck vom Schwierigkeitsgrad selber ist ja auch für den einen oder anderen interessant. 5 Stück gibt's. Also da dürfte für jeden was dabei sein. Egal, wie viel oder wenig er spielt. Aber hab ein ganz gutes Gefühl. Guck mal schon mal alles griffig vor. Ja, war jetzt sehr... Pass mal auf, ich rück gleich nach. Jawohl, das ist Pete Sampras, Freunde. Surf and Volley, auch wenn er natürlich... Der hat sich ja mal extrem in seinen ersten Aufschlag reingelegt. Wer ihn vielleicht noch kennt, ich kann mich dran erinnern. Oh, schade. Das sah fast nach Ass aus. Oh, Doppelfehler. Ah, das habe ich schon gemerkt, dass es nicht rund war. Jawohl. Perfekt. Perfekt. Egal. Also man kann jetzt halten, was man will davon. Vielleicht ist normal dann auch ein Stück... Ich sag jetzt mal, zu einfach möglicherweise, ich will noch gar kein abschließendes Urteil bilden, aber so wie ich das jetzt mit Surf and Volley gespielt habe, hat das kein einziges Spiel bis jetzt auf PlayStation 4 und 5 hingekriegt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach dieses Flüssige ans Netz gehen. Ja, Tennis World Tour war gar nicht so schlecht. AO war auch nicht schlecht und Matchpoint Tennis war auch gar nicht schlecht. Sag ich euch so, wie es ist. Ich bin eigentlich mit allen relativ gut klargekommen. Jetzt rück ich auf. Schön. Sehr schön gemacht. John McEnroe mit dem Schlag rechts unter Druck gesetzt. Dann kam gar kein so guter Ball, relativ zentral. Und ich konnte gut aufrücken. Jetzt will ich eigentlich sofort aufrücken. Oh. Ah. Ja, da bin ich irgendwie noch nicht im Rhythmus, was Aufschlag angeht. Oh, der war gut, aber... Jetzt rück ich auf. Und das ist mein Punkt. Jawohl. Ah, es macht Spaß. Das macht Spaß, Freunde. Das macht Spaß. So stelle ich mir einen Surf-and-Volley-Spieler vor. Auch die Möglichkeit ranzugehen. Klar, ist normaler Schwierigkeitsgrad. Das brauche ich jetzt nicht 10-mal wiederholen. Zum ersten Mal spielen völlig okay. Kann man vielleicht auch während des Matches mal hochstellen. Werde ich mir gleich mal anschauen. Seht ihr das? Wie John McEnroe da schön rangerückt ist. Und da muss ich ihn ausloppen. Boah, schön gemacht von Pete Sampras. Und da ist der Punkt. Ja, da ist... Nein. Komm, jawohl, sehr schön. Auf jeden Fall gute Grafik auch, ist völlig okay. Da hatte ich ja viele Unkenrufe bei den Kommentaren teilweise auch bei euch gelesen. Also so schrecklich finde ich es jetzt überhaupt nicht. Aus, okay, der ist ein bisschen reingesegelt. Und John McEnroe profitiert von einem einfachen Fehler von mir. Ah, macht schon Spaß. Macht echt Spaß, Freunde. Ich freue mich schon auf den. Jawohl. Schön gemacht. Der Passierball. John McEnroe zu spät auf die andere Seite gerückt.
Klar, mit der Akademie wird sich alles ein bisschen dann auch erklären, sicherlich auch die Feinheiten der Schläge. Weil Timing ist auch wichtig, das seht ihr ja auch hier. Ne, da wird der eingeblendet zu früh, gut, zu spät. Timing und Positionierung zum Ball ist eigentlich entscheidend und natürlich dann sicherlich auch noch ein Stück weit die individuellen Fähigkeiten eines Spielers. Auch, denke ich mal, auch klar. Ja, schön. Pete Sampras, ganz typisch. Rückhand rein. Schön den Schläger im guten Winkel gehalten und den Punkt am Netz gemacht. Sehr schön, gefällt mir. Ja, das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aufzurücken, ja, sehr schön. Kommt, der ist meiner. Ja, sehr schön. Schön aufgepasst. Schön aufgepasst. Sehr cool. Ja, Leute, wisst ihr was? Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir switchen mal auf ein Frauenmatch und gehen mal einen Schwierigkeitsgrad hoch. Aber ich denke, ihr merkt es schon, das ist schon in etwa so auch das Gameplay, wie ich mir das durchaus vorgestellt habe. Belohnung kriege ich dafür nicht. Ach, das ist ja auch interessant. Rang 1. Ach so, ja, gut, klar. Neuer Schaukampf. Und jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir doch mal die gute Steffi. Habe ich auch sehr die gute Steffi und dann bin ich auf Maria Scharapova drauf. Steffi Graf, mal gucken. Ja, die dürfte eine gute Vorhand haben, ja. Ja, Surf and Volley war jetzt nicht ihre Stärke. Geschwindigkeit ist okay, Ausdauer. So, Steffi Graf, ja, wir nehmen schon Serena Williams, klar. Gehen einen hoch und dann... Nö, Steffi hat schon weiß an. Und dann schauen wir uns das mal an. So, jetzt waren wir natürlich hier auf dem klassischen Rasen. Dann fehlt uns ja jetzt eigentlich noch schöner Sandbelag. C'est une magnifique journée et le public est prêt à profiter d'un match enflammé sur le cours. Mesdames et messieurs, bienvenue au cours Philippe Chatrier pour le match d'exhibition du jour. Steffi Graf und Serena Williams betreten den Court. Sehr schön. Ich finde das hochinteressant, dass Steffi Graf und Andre Agassi, das ist ja eins der Sportpaare im Weltsport. Schon cool. Sieht schon schick aus. Ist jetzt nicht die absolute Hochglanzoptik, da gebe ich auch jedem recht. Haare immer bei 2K so ein bisschen ein Thema, wer die WWE-Reihe kennt. Gut, bei NBA spielt es nicht so die Rolle. Da hast du kaum Spieler, die die Zopf tragen oder so, da fällt das auch nicht so auf. Ah, hier habt ihr auch diese kleinen Feinheiten, ne? Das hatten sie auch angekündigt. Sind also auf... Roland Garros, ne? French Open. Setting, sag ich mal. Oh, der war schlecht. Oh. Mensch, die Mädels. Oh, Steffi Graf. Interessanter Ballwechsel. Oh. Oh, schön, wie sie da auch wegrutscht. Also, natürlich ist das an sich nicht schön, aber schön animiert. Oh, schön rausgespielt von Serena Williams. Stark. Starker Punkt. Schönes Slow-Mo. Oh Gott, das war gar nichts. Da muss ich
fast ans Netz rücken. Ah, keine Chance. Ah, das ist schon ein guter Schwierigkeitsgrad. So mein erstes Bauchgefühl. Würde mich überhaupt mal über den Punkt gegen Serena Williams freuen. Oh, schön, wie sie da weg raufrutschen. Ah, da bin ich jetzt nicht nach vorne gerannt. Aber das gefällt mir gut. Auch dieses Rutschen, dieses Authentische, der Unterschied zwischen den beiden Belegen allein schon, die ich gerade jetzt gespielt habe. Ah, das hat jetzt nicht so irgendwie gefunzt. Da habe ich mich aber auch nicht gut bewegt irgendwie. Okay, Serena Williams jetzt mit dem Aufschlag. Na, ich würde sagen, den Center Court Pass, den schauen wir uns gleich noch an. Okay. Das Hawkeye oder wie auch immer das im Tennis heißt mit der Technologie. Oh. Sind schöne Ballwechsel. Ah, komm hier ran. Longline gespielt. Gut ausgespielt. Da wollte ich ans Netz rücken, aber das war ein bisschen zu mutig. Aber das Tennis wirkt sehr, wie soll ich sagen? Ja, schnörkellos. Ihr könnt schnörkelloses Tennis spielen nach euren Wünschen. Das ist doch geil. Schön. Oh, herrlich. Oh, schade. Oh, ich dachte, der ist aus von Steffi Graf. Stark. Das ist der Level to beat, würde ich sagen. Also gefällt mir gut. Auch wenn ich hier noch gar keinen Punkt mit Graf gemacht habe. Stark. Ach, Serena Williams ist schon stark. Das notiert auch das Publikum. Aber Steffi Graf ja eigentlich auch keine Laufkundschaft. Klar. Ich werde schon sicherlich in der Akademie noch ein paar Tricks mitbekommen. Das ist Longline, Freunde. Jawohl, das ist der erste Punkt. Schön gemacht. Schön ausgeguckt. Und Steffi Graf mit einem kleinen. Achtungserfolg. Jawohl! Kann ich vielleicht den Anschluss herstellen? Oh, stark. Typische Serena Williams. Und das taugt mir natürlich dann auch, wenn ich das sehe, ne? Wenn ich das Gefühl habe, das ist Serena Williams, die hat so starke Return-Schläge. Und jetzt links. Jetzt scheue ich sie von links nach rechts. Und rechts, komm. Schön. Jetzt scheue ich sie wieder nach links. Ja, schön. Oh, schön. Ah, schade. Schöner Ballwechsel. Vielleicht der schönste im Spiel. Schön gemacht. Schade. Na, ich mit Steffi vielleicht sogar ans bin ich mal. Ah, okay. Das war natürlich jetzt schade. 30, 40.
War vielleicht jetzt beim 30-40 nicht so die clevere Idee. Die gute Steffi. Und Serena Williams mit ihrer Schwester gab ja mal vor einer Zeit, da hat ja Will Smith auch mitgespielt. Ein sehr, sehr schönen Kinofilm über die Geschichte der beiden Williams-Schwestern. Kann ich nur jedem empfehlen. Ein super interessanter Film, wenn man Sportfan ist und von dieser Sportart. Aber auch, wenn man es nicht unbedingt ist, richtig cooler Film, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, da sieht es dann schon anders aus, ne? Bei dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Und ich würde dann tatsächlich mal sagen, dann passt das eigentlich doch ganz gut. Wir schauen uns mal den Center Court Pass noch an, der schon aktiv sein müsste. Also wenn ich jetzt diverse Herausforderungen schon angehe, ja, die Wettbewerbe spiele, die Sachen spiele, könnte ich durchaus schon mit dem Leveln anfangen. Ich bin jetzt dann persönlich mal gespannt. Das werde ich dann sehen, wenn ich meine Karriere anfange, also den Offline-Modus sozusagen. Wenn ich das anfange und da werde ich richtig durchziehen und ich hoffe, dass ihr das Format auch komplett supportet. Da freue ich mich jetzt dann auch schon drauf. Da wird heute auf jeden Fall noch dann entsprechend Teil Nummer 1 rauskommen, kann man das sagen. Also wir starten heute mit dem Karrieremodus und da freue ich mich dann auch entsprechend schon. So, jetzt ziehen wir uns mal den Center Court Pass rein. Wir müssen ihn ja jetzt nicht entsprechend auseinandernehmen von A bis Z, aber wir schauen uns mal an, wie das Ganze aufgebaut ist. Ihr seht es jetzt hier, ne? Die Season 2 und darauf folgend kommen dann die nächsten Monate, kann man schon sagen. Und wichtig ist auch, ihr könnt die Center Court Pässe, also ich sag mal, ihr levelt den ersten und die Season 2 beginnt und ihr geht auf den zweiten. Kann zwar immer nur einer aktiv sein, aber ihr könnt auch Sachen, die ihr aus einem anderen Pass noch nicht zu Ende gelevelt habt, dann mit einem Switchen der Pässe auf jeden Fall doch entsprechend leveln. So, hier seht ihr das, ne? Das waren jetzt noch 50 VC, die ich vorhin bekommen habe. Ich glaube, weil es einfach losging. Ich denke, das wird auch jeder von euch bekommen. Premium, ich will jetzt bloß mal ganz kurz schauen, was er da macht. Ich glaube, da würde er sich jetzt in den Shop einloggen. Warum auch immer. Eigentlich müsste ich das ja mit meiner Version haben, beziehungsweise habe ich ja. Hier seht ihr es übrigens. Und hier werden viele von euch schon sehen, dass sich dann die 120 Euro Edition schon lohnt. Denn mit der habt ihr alle 6 Pässe. Das seht ihr hier links. Wenn ich jetzt darauf gehen würde, dann würde er mir anzeigen. Wir können es ja mal machen. Da unten seht ihr es. In der Grand Slam Edition ist das Ganze enthalten. Ja, also ansonsten kostet jede einzelne Season einen Zehner. Wer also dann auch, sag ich mal, das Grinden immer mal davon abhängig macht, ob er gerade Zeit hat. Vielleicht ist man auch mal jemand im Sommerurlaub. Ist ja auch logisch und so weiter und so fort. Ah, hier sieht man dann auch schon die entsprechenden Virtual Coins. Ja, das finde ich in dem Punkt, klar, ist das dann auch wieder ein bisschen wie NBA 2K, was ich ja Jahr ein, Jahr aus auch schon in- und auswendig kenne, das ganze Modell dort. Also ihr könnt dann tatsächlich euch auch die Stufen gegen die virtuelle Währung kaufen. Ja, keine Ahnung, ist halt so, wie es ist. Aber ich möchte das eigentlich so grinden. So, wir schauen uns jetzt mal den Pass an, lieber Jens und liebes Publikum. Okay, Rang 1. Was, wisst ihr, was hier schon mal komplett interessant ist? Hier immer, wo das Premium-Schloss ist, ne, das ist dann entsprechend nur Premium-Inhabern vorbehalten. Und hier, wo kein Premium steht, das sind Sachen, die kann jeder kostenlos freischalten. Dafür müsst ihr euch auch keinen entsprechenden Courtside Pass oder
natürlich Center Court. Ich sage immer Courtside. Center Court Pass heißt er ja. Und das ist dann eben die Variante hier, ne? Also ihr müsst dann, beziehungsweise ihr könnt dann auch entsprechend hier die kostenlosen Stufen euch holen. Ja? Gehen wir mal auf Rang 2, gehen wir mal so ein bisschen durch. Es sind viele Klamotten. Na, dann habt ihr hier auch virtuell Coins, mit denen ihr dann auch im Shop weitere Sachen kaufen könnt, Outfits etc. pp. Also auch die VC lässt sich hier durchaus verdienen. Seht ihr jetzt hier auch, da gibt es hier mal 180. Dann gibt es hier, das sieht mir aus, hoher Aufschlag Herren, also eine andere Animation. Könnt ihr eurem My Player dann quasi verpassen. Also finde ich auf jeden Fall gar nicht mal uninteressant aufgebaut. Hier seht ihr es auch, Animation vor dem Match. Ne? Wenn man es mag, da kann man da ein bisschen rumbasteln. Also auf jeden Fall hier auch relativ individuelle Sachen, ne? Wie man seinen dann entsprechenden Tennisspieler gestalten kann. Hier kriegt ihr wieder VC-Coins. Sind wir dann schon bei Rang 11 jetzt hier. Aber ich finde interessant, dass es pro Rang tatsächlich mehr Sachen zum Freischalten gibt. Man hätte sonst immer gedacht, ein Rang ist wahrscheinlich eine Belohnung. Das finde ich auf jeden Fall schon mal interessant. Also es gibt schon einiges hier zu holen. Gefällt mir sehr gut vom ersten Eindruck her. Und das setzt sich dann auch alles hier eigentlich so weit vor. Ne? Hier seht ihr, das gibt einen 50-prozentigen VC-Bonus für ein Match. Muss man dann mal sehen, wie man das einsetzt. Das ist dann wahrscheinlich wie so ein. Wenn ihr ein Match macht, dann setzt ihr das, ich sage jetzt mal, wie so eine Art Joker ein, denke ich jetzt mal. So wird das funktionieren. Gibt es wieder eine Animation vor dem Match. Hier habt ihr eine Herrenanimation. Leidest du an Jips? Der Lobster. Ja, gibt hier dann entsprechend lizenzierte Markenklamotten freizuschalten. Auf jeden Fall eine schöne Sache, ne? Weil das einfach, wenn man es eh spielt, auch einen belohnt. Und ja, so ist halt die heutige Gaming-Welt aufgebaut. Ohne Belohnung spielt ja keiner mehr Spiele. Was ich zwar natürlich schon mit einem kleinen Seitenhieb-Unterton meine. Ja, es ist halt so, wie es ist, ne? Es ist halt eine andere Gaming-Welt, als ich in meinen ersten Jahren halt noch kannte. Aber ich habe mich schon weitgehend damit angefreundet. Das ist halt eine Entwicklung, die schon lange nicht mehr aufzuhalten ist. Und es macht ja auch Spaß, ja. Also, wenn man es nicht mit solchen Systemen übertreibt, dann macht es auf jeden Fall Spaß. Wir gehen mal hier die weiteren Stufen durch. Ja, eine schöne Schlägertasche hier. EP-Bonus. Na, ab heute müsste ja dann auch der eine Code dann einzugeben sein. Und gefällt mir auf jeden Fall gut. Mich würde natürlich noch freuen, wenn der Offline-Karrieremodus auch zum Leveln geeignet ist. Das werde ich dann aber wahrscheinlich schon bei der ersten Folge rauskriegen. Und oh, ihr habt den schönen Schläger. Das ist auch schön hier, Marineblau. Also, nein, macht durchaus Spaß. Ich hätte mir natürlich schon natürlich auch in der ersten Season gewünscht, dass hier am Ende vielleicht auch ein freischaltbarer neuer Charakter gestanden hätte. Aber das werden sie vermutlich anders lösen. Übrigens hier ein sehr schönes Outfit für Damen. Sieht schick aus. Und dann haben wir hier schon Rang 50. Ja, das ist schon, ja, kriegt ihr schon eine ganze Menge mit, würde ich jetzt mal sagen. Und hier habt ihr auch entsprechend Sachen, die ihr machen könnt. Also gefällt mir wirklich auf den ersten Blick wirklich gut. Gibt Gesten, gibt Klamotten, gibt Outfits. Also Tennisschläger habt ihr gesehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes, belohnendes System. Und Leute, das war jetzt mein erstes Anspielen. Wie gesagt, heute geht es definitiv dann mit der Karriere auch los. Das Video wird dann heute Nachmittag von mir kommen und dann natürlich in den nächsten Tagen weitere Folgen. Es wird das erste Online-Match geben. Wenn es von der Akademie irgendwas zu zeigen gibt, wo ich vielleicht sage, Mensch, das ist vielleicht nochmal im Speziellen sehr wichtig, so funktioniert das, da kann ich euch noch Tipps geben, dann wird es das auch geben.
Ansonsten denke ich mal, freuen wir uns auf gemeinsamen Grind. Ja, also da ist der Center Court Pass schon eine schöne Geschichte als Motivation. Und ich freue mich auf weitere Videos. Ich sage vom Ersteindruck, mir gefällt es wirklich sehr gut. Knackiges, griffiges Gameplay, eigentlich so, wie ich es mir auch vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, waren das jetzt erstmal nur ein paar Ballwechsel, das ist schon richtig mit zwei Schwierigkeitsgraden. Aber so erster Eindruck, Bauchgefühl, ihr kennt das selber, wenn ihr ein Spiel das erste Mal spielt, wo ihr sagt, oder wow, also das geht natürlich hier eher in die positive Richtung, gefällt es mir schon sehr gut und alles andere hier, das, was sich hier dann verbirgt und so weiter und so fort, das wird es dann in den nächsten Videos geben. Leute, hier gibt es noch eine Freischaltübersicht. Das ist ja auch interessant. KI-Schwierigkeitsgrad kann man noch freischalten. Ach du großer Gott. Aber halt auch interessant, ja, was es hier so alles gibt. Freischaltübersicht, dann gibt es hier Veranstaltungsorte. Sorry, dass ich das jetzt hier nochmal zur Abmoderation meines Videos noch mit rein baue hier ins Video, aber das habe ich eben eher noch zufällig gesehen. Also interessant auf jeden Fall. Gibt schon ein paar Sachen, die man hier freischalten kann. Ein Tenniscenter bei Sonnenuntergang zum Beispiel, um mal eine Sache rauszugreifen. Oder andere bei Abend, Nachmittag, also Center Courts noch. In verschiedenen Settings beispielsweise. Sehr schön. Also macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Ich freue mich echt jetzt. Und ja, Leute, lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Lasst einen Daumen da. Das wird sicherlich das dominierende Sportspiel in den nächsten Wochen auf dem Kanal sein. Ich denke, das kann man heute schon entsprechend prognostizieren. Leute, Dankeschön. Freue mich auf die nächsten Videos. Bleibt dran, aktiviert die Glocke, damit ihr die nicht verpasst. Und dann starten wir heute Nachmittag auch entsprechend mit dem Offline-Karrieremodus. Freue mich drauf, bin gespannt, wie er aufgebaut ist. Und wir sehen uns zu weiteren Videos sehr gerne. Natürlich auch gerne zu anderen Spielen auf dem Kanal. Leute, macht's gut. Danke fürs Reinschalten. Ciao, ciao und bis dann.